OnlyFans finde ich sowieso lustig. Aber das machen ja irgendwie immer mehr. Ich kenne nur diese, ich glaube, die ist Amanda Cerny oder so. Egal, zumindest die hat auch OnlyFans. Und ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz. Also echt, wofür das nicht da ist. Also, was laden die denn da hoch? Die laden ja keine Pornos oder so von sich hoch. Ja, aber auf jeden Fall anzügliche Bilder. Ja, aber die sind doch auch auf Insta. Meinst du? Hat Amanda von Amanda Cerny, ja. Ja? Ja. Dann verstehe ich nicht, warum man es macht. Ein anderer Kumpel von ihm hat einen OnlyFans-Account. Also ein Typ. Echt? Ein Typ. Das ist ein richtig, richtig bekannter Influencer. So, also ich glaube über 100.000 Abonnenten. Ich werde jetzt auch hier nicht den Namen sagen, er hat mir ihn auch nicht gesagt. Auf jeden Fall. Und über 100.000 Abonnenten. Und der hat dann angefangen irgendwie zu merken, ey, ich werde dauerhaft von Typen angeschrieben, ne? Ja. Und die Typen wollen alle was von ihm. Und die waren also, ja, schick mir mal das, schick mir mal ein Foto hier und sowas. Kannst du mir nicht mal deine Form zeigen und sowas? Was mir halt auch dauernd passiert. Ja. Und er war dann so, warte mal ganz kurz. Bei Schwulen komme ich unnormal gut an. Und dann hat er sein Instagram-Profil quasi nur noch auf die Zielgruppe Schwule ausgerichtet. Also nur noch irgendwie dahin ausgerichtet. Ne? Werbung genau da gezielt geschaltet irgendwie, wo er dachte, dass es halt hilft. Und sein Kanal ist dann halt auf irgendwie die 100.000 Marke gewachsen. Und hauptsächlich Schwule. Ja. Und dann hat er halt gesagt, okay, mache ich immer ein bisschen mehr anzügliche Sachen. Ne? Und hat dann halt immer so eindeutigere Sachen gemacht und sowas, ne? Und aber noch nichts jetzt wirklich Pornografisches. Obwohl, ist schon ein bisschen pornografisch. Sprichst du richtig rein? Also ist so sehr hoch bei dir, ne? Es hat sich gedreht. Auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt, okay, mach ich einen Zweitkanal, ne? Ja. Hat einen Zweitkanal irgendwie gemacht, irgendwie Modern Man oder irgendwie sowas. Das ist nicht der genaue Name, ne? Aber irgendwie sowas in der Art. Hat er den genannt. So ein bisschen versteckt, aber man weiß schon, was damit gemeint ist. Und dann hat er quasi seine Follower so ein bisschen darauf geleitet, bis da halt eine gewisse Anzahl angekommen ist. Mhm. Und dann hat er das irgendwie gestoppt. Und dann hat er da halt die richtig anzüglichen Bilder irgendwie gemacht. Ne? Also die halt für Instagram noch in Ordnung sind, aber an der Grenze halt. Ja, ja. Und da sind dann halt unnormal viele Typen irgendwie halt hart drauf abgegangen. Ne? Vielleicht auch ein paar Frauen, aber halt hauptsächlich Typen. Und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich jetzt richtig Kohle draus. Ne? Bisher habe ich Reichweite draus geschlagen, jetzt habe ich die Reichweite, jetzt mache ich Kohle draus. Ja. Hat einen OnlyFans-Account erstellt. Ja. Als Typ. Ja. Und 29,99 genommen. Im Monat. Und da haben sich dann irgendwie 30 Leute oder, nee, nicht 30 Leute, 300 Leute zahlen ihm dauernd 29,99. Und er hat gesagt, er macht ungefähr mit OnlyFans und solchen Sachen und manchmal schickt er auch jemandem irgendwie ein Bild oder sowas, ne? Nicht komplett nackt, aber halt eindeutig, ne? Und insgesamt macht er irgendwie 9.000 Euro im Monat. Einfach so. Und er sagt, das macht nicht wirklich viel Arbeit. Die größte Arbeit bestand wahrscheinlich darin, einfach die Reichweite aufzubauen. Ne? Ja, ja, klar. Aber ja, jetzt, klar, aber jetzt, wie viel steckt er da rein? Der macht mal ein paar Bilder, dann macht er mal live OnlyFans. Das war's. OnlyFans finde ich sowieso lustig. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber das machen ja irgendwie immer mehr. Ich kenne nur diese, wie heißt die, dieses eine Instagram-Mädchen, das, glaube ich, über Vine bekannt geworden ist. Oh, keine Ahnung. Okay. Ich glaube, die ist Amanda Cerny oder so. Ach so, die ist so Amanda, richtig groß irgendwie. Ja, ja. Die ist richtig groß. Egal, zumindest die hat auch OnlyFans. Und ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz. Also echt, wofür das nicht da ist. Also, was laden die denn da hoch? Die laden ja keine Pornos oder so von sich hoch. Ja, aber auf jeden Fall anzügliche Bilder. Ja, aber die sind doch auch auf Insta. Meinst du? Hat Amanda von Amanda Cerny, ja. Ja? Ja. Dann verstehe ich nicht, warum man es macht. Ja, eben. Ich auch nicht. Aber vielleicht ist es dann noch ein bisschen anzüglicher. Ja, kann sein. Wahrscheinlich. Aber kennst du Conor Murphy? Hat er das auch gemacht? Ja, aber auf andere Art. Conor Murphy, das ist diese, der war früher bekannt geworden durch so, der war der neue Jeff Sade so ein bisschen, so Fitness-Videos und ist so rumgegangen, hat sein Sixpack gezeigt, hat sich, angezogen, als wäre er dick, also hat irgendwie Kissen irgendwie unter seinem Pullover getan, hat gefragt, wie geil findest du mich, hat dann sich ausgezogen, meinte dann, wie geil findest du mich jetzt so, genau. Achso, stimmt, der hat auch so Pickup-Sachen gemacht, wo er einfach so oberkörperfrei zum Mädchen gegangen ist, einfach so das Telefon hingehalten hat ja. Und nichts gesagt hat, solche Challenges. Ja. Der hat OnlyFans? Der hat einen OnlyFans, und, aber einen lustigen OnlyFans, nicht einfach so, was weiß ich, ich bin jetzt ganz normal auf OnlyFans oder so. Nein, 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 der hat irgendwie eine neue Art von Yoga erfunden und ich weiß nicht mehr, wie er die nennt, aber zumindest ist das quasi, das ist vom Ding her, ist es eigentlich nur Sex einfach. Und das nennt er aber Yoga und er meint so, ja, das ist halt gesund und sowas so und healthy und deswegen lass uns alle den healthy Fitness-Lifestyle leben. Da Sex haben. Ja, genau. Okay. Und das kannst du jetzt mal angucken, das gibt voll viel auch auf Insta. So in der Richtung. Also nicht jetzt wirklich den Sex oder so,
sondern ist ein bisschen lustig. Vielleicht kann ich dir das jetzt sogar zeigen, vielleicht kann man das dann auch einblenden oder so, wenn ich meinen Bildschirm aufnehme. Zumindest, der ist auch richtig dünn geworden tatsächlich, weil der hat irgendwie 30 Tage gefastet oder irgendwie sowas. Okay. Und hat halt irgendwie, ich zeig dir die Bilder, ich weiß nicht, wie viel der abgenommen hat. Mhm. Also ich weiß nicht, was bei dem abgeht, aber... Voll viele Typen machen OnlyFans. Ich habe das letztens bei so einem anderen Typen bei Instagram auch gesehen. Der macht auch OnlyFans. Das muss sich ja richtig lohnen. Ja, das muss sich richtig lohnen, ne? Ja, und stell dir mal vor, du bist jetzt so ein Mädel, die hat irgendwie 1 Million Abonnenten. Und von denen machen nur 1% das Ganze. Ja. Was? Ich denke, du machst so viel Geld. Weil er macht das auch mit Typen? Warte mal, was? Conor Murphy macht das auch mit Typen. Sein Yoga. Er hat Sex mit Typen. I drank Nick Lerios Man's Seed. Okay. Und jetzt will er erklären, warum, und dann ist das voll der lange Text. Hier, das ist quasi, also die... Also du musst dir vorstellen, so sieht das quasi aus. Ja. Also diese hocken so aufeinander, so beide ineinander, aber auf OnlyFans ist es dann halt ohne Klamotten quasi. Und dass da noch ein bisschen mehr Action abgeht. Aber das ist irgendwie seine neue Art von Yoga. Also die sitzen einfach aufeinander vom Dinger und eigentlich, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber normalerweise atmen die sich an. Ist das Conor Murphy? Das ist Conor Murphy, echt? Ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, so, guck, so sieht er jetzt aus. Oder sah er dann zwischendurch aus. Was? Ja. Was? Ich sag doch, er hat gefastet. Was? Wie kann man von so muskulös zu so dünn werden? Was? Also er ist dann ziemlich schnell auch wieder, sag ich mal, ein bisschen aufgegangen. Aber so, also so sieht er jetzt aus. Mhm. Aber trotzdem, ich finde das ein bisschen interessant.